Herzlich willkommen zurück zu Let's Play unterwegs im Düsterburg. Im letzten Part sind wir Wahnschritt so ziemlich auf die Pelle gerückt. Er zieht sich zurück. Wir haben all seine Gräber vernichtet, nur drei stehen noch. Die müssen wir jetzt finden und ausschalten. Und dann ist Wahnfried machtlos. Im letzten Part haben wir noch diese Höhle hier gefunden. Ich wollte sie noch nicht erkunden gehen. Das machen wir jetzt. Da ist schon irgendwas. Wer bist du? Gegner, okay. Was sind das? Ach so, nur irgendwelche Scheißteile, okay. Maltur macht einfach die Verdammnis und Libra den Flammenschlag. Yes, der Fledermausschwarm kackt ab. Wow. Fledermausschwarm sind echt die... Wow, die ekligsten von allen. Die machen keinen Schaden, aber die nerven einfach. Mächte... Oh. Oh. Die können die Mächte der Finsternis. Okay, nicht gut. Halt die Fresse, du scheiß Fledermaus. Danke. Die namenlosen Scharen. Immerhin etwas. Einfach drauf. Nein, du nicht. Du machst den Feuerball. Ja, bringt auch nicht so wirklich viel. Aua! Gut. 6000 Erfahrungspunkte. Libra Stufe 34. Ja, das ist auch wichtig, denn die muss aufsteigen. Wow. Heiltränke habe ich jetzt auch nicht mehr so viel, ne? Ja, ja, alles. Wow. Alles gar nicht so vorteilhaft. Weil jetzt haben wir kein Dankwart mehr. Wahnfrieds Wappen. Oh. Puh. Erde, hervorragend. Hier ist noch ein Riss. Gut, Puh, ich habe jetzt wieder gedacht, unser lieber Herr Xelram ist hier, aber stimmt ja. Der wurde ja von Avalon, sagen wir, zerstört. Sagen wir es einfach zerstört. Gut, okay, das ging schneller als gedacht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das habe ich jetzt nicht gedacht. So. Wir sollten im Rathaus nachstehen. Stimmt, das haben wir im letzten Part nicht gefunden, weil wir dumm waren. So. Hier werden wir kein Rathaus finden. Aber vielleicht gibt es hier einen Händler. Ah, wer sucht, der findet. Alter, hat hier einen Katzen. Warte mal, sieht es aus wie ein Mal. Ach egal, ich versuche jetzt einfach. Halt die Fresse. Ach nein, wartet mal. Stimmt, die bietet ja nur irgend so einen Krempel an. Stimmt ja. Entschuldigung, wenn ich immer zu Leuten halt die Fresse oder so sage, aber ich will eigentlich nur kaufen und so. Und das meine ich nicht mal ernst. Das ist einfach nur reflexartig. Hey, du bist cool, du bietest Fische an. Oh. Was bringt's? Oh. Wartet mal. Jetzt glaube ich ja. Hey, wer bist du? Bitte stört mich, ich bin auf der Suche nach Inspiration. Inspiration. Wenn ihr wollt, helfen wir euch bei der Suche. Wie sieht das Ding denn aus? Vergiss es, Grandy. Lass dir mal in Ruhe. Ach, der wird sich selbst umbringen. Cool. Ah, Bananen. Verpisst euch alle. Hi. Alter. Ah! Oh, das ist sau billig, das Teil. Oh. Ja, wohl doch nicht so ganz. 5 werden reichen. Magische Kokosnuss. Geschwindigkeit ist auch noch vorteilhaft. Lebensenergie ist nicht unbedingt. Ach, der hat gar keine Astralenergie, ne? Gut. Da. Geschwindigkeit. Wer ist denn langsam? So.
Die Astralenergie. Ah, das ist Mana. Oh, da könnte er auch was gebrauchen, aber die am meisten irgendwie. Okay. Habe ich noch irgendwas gekauft? Nee. Gut, da hätten wir das auch. Kann man hier hoch? Ja, hier kann man hoch. Ah ja. Wer seid ihr? Hoppla, scheint es Ärger zu geben. Ey, Friedenbrüder. Halte dem Frieden. Immer schön geschmeidig bleiben. Kommt rein. Da trinken wir einen Tee zusammen und bequatschen das alles ganz entspannt. Okay. Frieden ist vorbei. Tee ist scheiße. Du hast schon recht. Du scheinst dir selbst so viel von deinem ekligen Kraut reingezogen zu haben, Bursche. Ich bin auf seiner Seite. Dies ist meine letzte Warnung. Entweder ihr verbrennt eure Ernte binnen der nächsten 3 Tage oder wir kommen wieder. Und da wird nicht nur euer Kraut brennen. Das wäre aber gar nicht nett. Wir haben euch doch gar nichts getan. Wir tun überhaupt niemandem was. Wir pflanzen nur... Naja... Pflanzen an, die... Naja, vergesst es einfach. Wir pflanzen nur Pflanzen an. Ansichtssache. Wir haben es schon herausgefunden. Das Zeug ist illegal und gefährlich. Verbrennt es oder ihr beide werdet brennen. Echt? Das müsst ihr ohne sagen. Schade. Echt. Hey, ihr Spacken. Ich bin zwar auf eurer Seite, aber ich... Oh Gott, da ist ein Muskelprotz. Verpisst euch. Ich bin nicht auf eurer Seite. Ich meine, ich bin... Kann man hinten durch? Nee. Warte mal, das sieht mir verdächtig aus. Nö, ist es nicht. Kann man das Kraut hier wegmachen? Nö. Hey, du Spast. Was ist los? Hallo, Freunde. Ich bin der Sakum. Alles schön cremig bei euch. Alles sieht schon so high aus, ey. Aber sicher doch. Wir haben euren Streit mit den 3 Kernen mitbekommen. Warum geht es? Und können wir vielleicht irgendwie helfen? Das ist aber eine kühne Einstellung von dir. Wir kennen es doch gar nicht. Und trotzdem bietest du uns deine Hilfe an. Finde ich kühl, aber echt. Kein Grund, gleich Luftsprünge zu machen. Also, worum geht's? Der Rondrian und seine Kumpels haben was gegen uns. Weiß auch nicht, die sind immer so überspannt. Sollten besser mal ein Pfeifchen rauchen, statt immer so rumzustressen. Ich glaube, ich hab so gerecht mit meinem Witz. Die haben echt irgendwelche Gras-Cannabis-Pflanzen oder so bei sich. Was ist das für ein Kraut, das verbrennen wollt? Das Ganze ist fein, das willst du auch mal ein Stück. Nein. Ich weiß nicht, Bruder. Die wollen, glaube ich, in Clipping. Zumindest riechen so. Schaut euch mal um. Alter, oh Gott, die haben echt Cannabis-Pflanzen. Was geht mit dir? Oh, du läufst durch Gras, du bist cool. Hey, da fehlt ein. Da fehlt ne. Ach, egal. Oh, geil, die Berge. Hey, ich hab's gesehen. Wie kommt man da hinten hin? Nee. So leicht kriegt man mich nicht los. Scheiße. Komm schon. Ja, ich wusste doch, dass man da hinten hinkommt. Ha. Aha. Göttergeschenk. Was bringt mir das Göttergeschenk? Staub der Allheilung. Oh, stimmt. Oha. Geil. Ich glaube, für den Kampf mit Wandfried sind wir gerüstet. Und wir brauchen noch ein bisschen Stärke. Warte, Clipburg. Und wie man das nennt. Gut, dann merken wir uns. Hier hinten in diesem Geheimgang kann man doch hin. Ich weiß nicht, was es uns bringt, aber wir werden es herausfinden müssen. Nachdem diese Katze ja mal... Alter, lass mich doch durch! Danke. So. So, da draußen schreien irgendwelche dummen Kinder rum. Ich weiß auch nicht, was sie wollen. Naja, Kinder heutzutage. Sinn und Verstand gibt's bei denen noch nicht. Ist das hier Klippenburg? Nein, das Schafen. Habe ich jetzt einen Heiltrank laden? Würde ich mal so... Momentchen. Spaß. So. Was ist mit dir, du Zwerg? Ich kenne euch alle nicht mehr. Ich will nur nach oben, danke. Hey, wer bist du? War ich hier schon mal? Hey, da ist wieder was. Schwarzen Beutel. Was ist mit dem? Was kann ich mit dem machen, besser gesagt? Weh! Warte mal, das sieht aus wie Erde. Vielleicht brauchen wir... Stimmt, wir... Scheiße, Mann. Fällt gerade ein, wir könnten Erde gebrauchen. Um die Särge zu verbrennen. Das ist doch jetzt Clipburg, oder? Nein, das ist ein Altenberg. Hä? Wo ist ein Klippenburg? Moment mal, das sieht mir aus wie ein Rathaus.
Hey Mann, Moment. Achso, stimmt, hier geht's nur nach Düsterburg. Fail. Das war ein Fail. So, ich muss da hoch. Soll ich mit. Na, ne. Laufende Leg ist zu. Oh ne, stimmt, hier kommt. Oh. Das war ein Fail. Das andere könnt ihr vergessen, das war gar nichts. Die Post. So. Sind wir jetzt bei diesem schönen Brunnen. Alter, ach so, du bist da, deswegen komme ich da nicht vorbei. Rathaus, ne? So, das sieht man zwar nicht so aus wie ein Rathaus, aber es sieht mir kirchenmäßig aus. Ach stimmt, dann stimmt, kann man eigentlich mit dem reden. Es ist so schrecklich, was bei eurem Freund passiert ist. Bei der gütige Vater kümmert sich gut um ihn. Kann man hier oben was finden? Denn ich weiß echt nicht, wie es weitergeht und ich weiß auch nicht, wo Klippenburg liegt. Oder das, was sie halt gesagt haben, meine ich. Hey, du Spacken. Was ist das, was du im Dreck am Stecken hast? Zeig dich! Abraham. Haha. Okay, wir haben nichts Sinnvolles von dem herausgefunden. Hey. Ja, okay. Oh. Oh, wir brauchen also einen Pflock. Halt die Fresse mit deinem Gottesgelaber. Ich will jetzt nichts mehr und ich brauche einen Pflock. Oh Gott. Ja gut, dann ist schon mal gut, dass wir hier waren. Aber Moment mal. Das Beta Alpha ist bestimmt ein Easter Egg oder so. Hundertprozentig, aber ich weiß es nicht, weil ich den Sinn dahinter nicht kenne. Oder es ist später noch relevant. Okay, den Pflock. Wo wollen wir den Pflock finden? Jetzt da hinten noch weiter? Nee. Lass mich in Ruhe, Bitch. Lass mich auch Ruhe in Ruhe. Hm. Oh Mann. Ist da oben vielleicht Klippenburg? Vielleicht heißt die Burg so. Nein, die heißt Königsberg. Ja, das heißt Schloss. Leute! Hör mal auf zu lägen jetzt, danke. Nichts. Ey, wer bist du? Ich weiß, dass du böse bist. Ah, genau. Okay, ich weiß jetzt, wo Kipling ist. Wir Vollidioten waren da nämlich schon mal. Beziehungsweise wir Vollidioten, ich Vollidiot. Ich werde euch doch nie beleidigen, chillt. Ja. Wir sind total falsch. Das möchte ich nur nochmal gesagt haben. Genauso falsch wie das. Avira gerade wieder sein Supertestprogramm startet. Das Lustige ist, es ist nicht im Bildschirm, ich kann es also vorlesen. Da steht dran: Avira Version 2013, jetzt 35% günstiger in der Vorverkaufsversion. Sparen Sie jetzt und nutzen Sie Ende September das. Ach, verpiss dich. Ende September das Gratis-Update auf die Version 2013. Ein extra Plus. Hä, wie komme ich nach Kipling? Muss doch nicht da lang, ich Idiot. Ach, warte mal. Oh, das war ein Fail. Wartet mal, wartet mal. Oh nee, jetzt war's. Jetzt ist's weg. Ach, sorry. Egal, den halben Text habe ich ja gelesen. Oder gehört. Ja, gehört hat's eher. Da liegt Metall oder was auch immer ist rum und ich kann's nicht nehmen. So. Hier ist Kipling. Claire Clipping. Die drei Fragezeichen heißt also Clipping. Meine Fresse. Hätte mir auch denken können. Ich hab nämlich gedacht, Altstadt heißt Clipping. Vielleicht wohnen sie hier.
Wer weiß, ob dieser Bosskampf hart ist, wenn wir überhaupt gegen die kämpfen müssen. Nö. Hätte er sein können. Okay, was sieht aus, wo drei Leute leben können? Ach, ich gehe einfach überall rein. Fertig aus, basta. Nö. Ritter Roland wollen wir jetzt nicht sprechen. Ich weiß, der heißt bestimmt nicht so, aber vom Namen her. Sieht aus wie ein Ritter Roland. Vielleicht da drinne. So, mein PC, mein Laptop rattert. Was hat er jetzt vor? Oh! Der erste Muskelpost. Was habt ihr zu suchen? Herr Grant, es geht mir um Streit mit den Bauern. Das ist nicht eure Sache. Mach selber zu meiner Sache. Mit dir rede ich schon mal gar nicht. Ich will deinen Anführer sprechen. Ach, was soll's. War ja schließlich seine Idee, die beiden Kerle aufzumischen. Soll er sich dafür euch streiten? Vernünftige Entscheidung. Wo finde ich ihn? Die Treppe runter. Ich wette, der verarscht uns. Aber zuerst möchte ich umklauen. Okay. Ja, nett. So, du kleinen. Nein, ich sag nichts. Stirb. Die Musik ist geil. Ich möchte euch da rumgeschlägt. Ihr sollt besser in Frieden lassen. Rauschkraut, ich wusste es! Deswegen wollen. Was angemessen ist und was nicht, entscheide immer noch selbst, mein Herr. Ich bin niemandens Knecht mehr. Ich entscheide über meine Handlungen. Bitte, Rondria. Das gibt mir einen feuchten. Entschuldigung, bitte, meine Dame. Ihr vergesst mich. Gewöhnlich bin ich Frauen gegenüber. Kannst du hier grobieren? Jetzt wird schon, aber frage ich immer noch. Meine Männer und ich waren in den letzten Jahren für die Sicherheit der Stadt zuständig, aber gestern sind wir entlassen worden. Warum? Ein paar dahergelaufene Abenteurer haben den Herzog von Düsterburg gestürzt und den ollen Dankwart wieder auf den Thron gepflanzt. Oh! Wir waren's nicht. Der Bürgermeister hält es nun nicht mehr für nötig, Gold in eine Spezialtruppe zu investieren, die Mauern sichert. Es wurde auf die Straße gesetzt, nach 10 Jahren Dienst. Ich kann es schon verstehen, aber wir können euch wirklich weiß helfen. Und wie? Wir kommen gerade aus Düsterburg. Herzog Dankwart hat zwar den Thron bestiegen, aber fügt über keine Leihgarde. Könnt ihr euch ein Empfehlungsschreiben für ihn aufsetzen, dann stellt euch sicher in seine Dienste. Tatsächlich. Beeindruckende Leistung. Welche wollt ihr dann berichten? Okay. Verpiss dich mal. Hehe. Gib her. Nö. What the fuck? 9000 Taler. Ich meine ja nur. Das ist viel. So, wenn. Aber. Junge, hör auf zu laggen. Bitte. Laptop, mach deine Scheiß. Antivir-Sachen oder was auch immer du immer tust, wenn ich aufnehme. Bitte wann anders. Bitte! Kurzer Cut. So, ich hoffe mal, den bist gescheit auf und jetzt sind wir hier bei dem Typen. Alles geregelt, Kleiner. Die Burschen sind weg. Dein Kraut ist gerettet. Lässt dich nämlich kühl drauf, Junge. Wie meinst du denn? Was, du gibst mir nichts dafür? Kühl. Du willst mir nichts dafür geben! Ich meine, wir haben ja nur so 9000 Taler gewonnen, aber du willst mir nichts davon geben? Habe ich den Scheiß etwa umsonst gemacht? Dragchen, ich bin Baha. Kann ich dir irgendwie helfen? Ach ja, ich habe ein scheiß Faceset. Ah, cool, Gepär. Wenn er mir jetzt einen Haufen Scheiße andreht, dann bin ich glücklich. Ah. Ey. Halt jetzt die Klappe. Heilige Klinge. Wow. Darf ich dir jetzt echt einen Namen geben? Nein, nicht Monstermancher, der Scheiße. Lichtbringer, ja, das gehört schon eher. Stimmt, genau so war das ja. So, Lesalente nennt es. Nach meinem besten Freund, den ich kaum gekannt habe. Stimmt. Jetzt nur gucken, was besser ist. 320? Ja, das ist egal. Ja, das ist egal, mit was es auffrisst nimmt, gell? Egal, Vampir Spalter klingt besser als Vampir Blender.
Kann der jetzt vielleicht Vampir... Na, der kann gar nichts nehmen. Und du hässliche Otze kannst auch nichts nehmen. Gut. Entschuldigung für diese Art von Ausdruck. Habt ihr hier noch irgendwas, das ihr mir leihen könnt, wie eure Schuhe? Jo. Ja, hast recht. Nee, habt nichts mehr. Egal, das ist mehr als genug. 9000 Taler und Lesser Lenzin. Die mächtigste Klinge im Spiel. Das ist es doch, ein Speichern wert. Okay. Dann haben wir eigentlich doch in diesem Part relativ was geschafft, würde ich mal sagen, ne? Gut. Ich meine nur so halbwegs. Jetzt muss ich mir halt noch gucken, wie es halbwegs weitergeht, ne? Bei dir vielleicht. Ah! Stimmt, das ist der Fischverkäufer. Chris kriegen wir immer eine Angel geschenkt. Irgendwie habe ich heute ein Händchen für sowas. Ich gehe mal ins richtige Haus rein. So, so. Tschüss. Gut, jetzt haben wir eine Angel erhalten. Gut. Super. Technik. Was wir mit dieser Angel machen können und auch sonstiges, erfahren wir im nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr ultramäßig freundlich seid, es in eure Favoriten legen und oder ein Abo hinterlassen. Das würde mich auf jeden Fall alles sehr unterstützen und freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.